So, Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Bei mir ist der Schlossfeind Nummer 1, Pasch. Ich habe gerade gemerkt, dass ich im letzten Save-Zyklus doch das Schloss gesehen habe, weil es das allererste war, was ich gemacht habe in diesem Save-Zyklus. Ja, aber das war auch das Einzige. Und dabei wird es dieses Mal wohl auch bleiben. So, viel Spaß. Warum? Ich bin dann, ja, ich bin dann raus. Lass doch nicht alles an mir hängen. Ich habe jedes Level in dieser Welt geschafft. Okay, ich muss nochmal ins Bild klicken. Okay, ich gebe zu, Welt 2 hast du zuerst geschafft. Level 2. Aber ja, dann habe ich es wieder geschafft. Ja. Und Level 2 ist auch das einzige inklusive Zeug, das du zuerst geschafft hast. Okay, abgesehen von hier dem guten Level Nummer 1, dem in der Mitte, das hast du auch zuerst geschafft. Und die Hammerbrüder. Fischbrücke habe ich zuerst geschafft. Fischbrücke also, hast du zuerst geschafft, ja. Du hast die Wir haben uns die Arbeit wieder schön geteilt. Die Sublevel hast du geschafft, muss ich sagen. Also ich bin der Ansicht, wir haben uns die Arbeit super geteilt und ja. Jeder, der was anderes sagt, der darf gerne sterben. Das nehme ich. Blöd, dass man sich das nicht beliebig oft holen kann. Achso, hier ging es ja nicht weiter. Da ging es aber auch nicht weiter. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel, auf dieses Schloss. Ich will. Muss ich jetzt links oder rechts hoch? Ich will nicht mehr. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will nicht mehr. So lasst mich doch frei von dieser Pein. Och ne, jetzt bin ich wieder hier. Und schickt mich nie mehr in dieses Schloss hinein. So lasst mich doch in Ruhe mit diesem dummen, dummen Schloss. Ja, die Wege führen alle nach Rom, aber ich verstehe sie nicht. Irgendeine Tür haben wir übersehen. Ha? Oh, wow. Okay. Dann darf ich ja diesmal auch am Schloss teilhaben. Geh erst einmal durch die Röhre. Ich glaube, dafür ist die Röhre. Ja, dass man halt einen Respawn-Punkt kriegt, ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Genau dafür ist sie da, nämlich. Ja. Genau dafür ist sie da. Du hast hundertprozentig recht. Schaffst zumindest bis zu irgendeinem Power-Up. Am besten bis zum Leben. Bis zum Leben soll ich es schaffen? Ja. Nee. Nicht mal bis zum ersten Power-Up. Guck mal, ich mach das doch so schön vor hier. Oder mache ich so schön falsch? Kein gutes Vorbild. Da war ich mir jetzt selber nicht sicher, ob die Geschwindigkeit reicht, wenn ich da zu früh steuere. Und wenn Mario nicht springt, dann reicht die Geschwindigkeit erst recht nicht. Also irgendeine Tür haben wir nicht genommen. Ja. Jetzt müssen wir die alle einzeln durchgehen. Die oben links haben wir genommen, die haben wir auch genommen. Alle Türen in diesem Raum haben wir genommen, außer die eine, die uns weiterführt. Das ist dann auch genau die, die uns weiterführt. So. Ich überlege, ob ich nochmal From Madness mache. Tu das mal, ja. Das war die Tür, die da oben führte wieder rein. Die hatten wir. Die da führt uns dahin.
Achso, der trifft mich, ne? Ja. Und die da, wo führt die hin? Die führt wieder hier hin, okay. Das heißt im Grunde einfach, die war nutzlos. Wo führt die Tür? Die Tür führt auch irgendwo hin, wo wir... Die Tür haben wir doch schon mal genommen, oder? Ja, genau. Dann waren wir genau an derselben Stelle gelandet wie sonst auch. Ich würde es beim nächsten Mal nochmal nehmen, aber ich wollte jetzt erstmal das Leben sicher haben. Genau, hier bringst du weiter. Genau. Dann gehst du da hoch. Münze ist drin, toll. Und hier ist die andere Seite von dieser einen Wand. Hier gibt es sonst auch nichts zu holen. Von welcher Wand? Du bist gerade auf der anderen Seite von der Wand, wo du das Leben geholt hast gerade. Ah. Hä? Weil da waren ja diese Doppelwand, die du halt auch mal als Tanuki zerschmettert hast. Ja, ja, ich weiß schon. Und genau die war das. Und hier ist jetzt wieder der Seitwärts-Womp. Vielleicht kannst du dir sogar noch ein Plusleben holen. Hier musst du groß sein, die Sache. Nur wie willst du hier groß sein? Ja, da musst du wieder zurück. Da deinen P-Switch drücken. Und dann durch die Tür gehen, genau. Das mach ich jetzt einfach nochmal. Ja. So. Hast ja die Zeit. Vor allem, was ich gerade merke, ist, dass die Türen immer an derselben Stelle sind. Ja. Das heißt, die Welt ist quasi so gespiegelt, so wie es aussieht. Genau an der Stelle, wo hier die weiße Tür ist, ist auf der anderen Seite von da die Tür, die wieder zurückführt. Ja. Ja, genau. Das heißt, es ist quasi so, als würde man zwischen Welt A und Welt B des Schlosses hin und her wechseln. Ja. Muss man mal gucken, wo die Türen halt jeweils sind. Nein. Dreck! Was machst du da, Mann? Da oben wäre eine Tür gewesen. Okay, dann musst du da wirklich hin. Und du musst groß sein. Rechts gibt's ein Leben. Ja, du musst groß sein, damit du da, damit, ja, du musst innerhalb des P-Switches hin und dann musst du groß sein, damit du durch die, oh, Blöcke da durchkommst! Oh. War da links ein Power-Up drin? Nee, da ist eine Münze drin. Ach, super. Ja. Aber wie soll ich das denn schaffen? Schnell sein? Nee, da waren ja Blöcke Münzen drunter, die sind dann ja zu. Ja, wenn du groß bist, kannst du da durchbrechen. Kann ich? Ja, durch Blöcke kann man ja durchbrechen, wenn man groß ist. Ja gut, dann wäre das eine Möglichkeit. Was hältst du davon? Du demonstrierst uns jetzt einfach mal, wie das funktioniert und ich lehne mich mal 2 Minuten zurück. Ja, ich hab's ja wenigstens mal zum Power-Up geschafft. Das ist doch schon mal ein guter Start, auch wenn ich mir jetzt wieder Neues holen muss. Mal wenigstens kriege ich jetzt die Feuerblume. Ja. Wenn du sie kriegst. Mist. Mist! Ach, geht doch. Auf den dritten Versuch. Aller guten Dinge. Was ist der Alleinunterhalter von Wolf bei der EP? Sind 12. So. Genau. Der Alleinunterhalter, weil du nichts mehr sagst, oder was? Nee, weil du ja das Level komplett alleine immer und immer wieder machen kannst, bis keiner mehr zuguckt. Oh, Schreck. Oh. Geh klein durch, egal. Ja. Jetzt habe ich halt Angst vor diesen Feuerbällen die ganze Zeit. Ups. Nee, hier will ich nicht hin. Pump Madness ist mir zu blöd. Dreck. Verdammter Dreck! Ich will keinen... Allein Unterhalter sein. Ja. Also, mach mit. Der Channel ist nach dir benannt. Wir sind hier nicht auf meinem neuen Channel, der bald an den Start geht. Hahaha. Ja, aber ich schaff's nicht.
Aber wie soll man denn da so schnell? So schnell kann man doch gar nicht sein. Ich überlege, ob doch. Da vielleicht. Ich denke schon, dass man so schnell sein kann. Das glaube ich nicht. Ja, Sonic the Hedgehog kann das. Aber Mario kann das nicht. Der ist viel zu dick dafür. Naja, in Mario Maker kann man ja auch als Sonic the Hedgehog spielen. Also. Ja. Wow, diesmal habe ich nicht mal den Umweg gebraucht. Sehr schön, du wirst besser. Ja. Nein, ich will da nicht rein. Nicht Mario, Formed Madness. Nee, von Formed Madness bin ich nicht so überzeugt. So, gib mir Pilzi. Und gib mir Tanuki. So. Hohohoho. Ja gut, das kennen wir schon. So, jetzt hast du die Wahl. Entweder du gehst gleich rüber. Ja. Eigentlich will ich das Leben haben. Es kostet mich eh so viel Zeit, dass der Stern mir nichts mehr bringen wird, aber egal. Da oben wäre ein P-Switch. Wir müssen zu diesem P-Switch nochmal kommen. Und wie? Ich habe keine Ahnung. Was? So nicht. Ja, so nicht. Ich hoffe, mein großes... Dann kann man das nicht... Man muss klein sein, um da durchspringen zu können. Ich hab's auch groß geschafft, mit Tanuki. Okay. Ich hab's bisher nur klein gesehen. Respekt. Mario macht's. Mario ist der Maker. Dann mach mal, Mario. Make it so. Das ist schön, dass es einem da egal sein kann, ob man den Hit kassiert oder nicht. Ja, das ist wirklich schön. So oder so kommt was bei raus. So wie sich's gehört. Was mich aber mal interessieren würde. Ja? Was ist da drin? Ein Leben. Also Leben gibt's hier aber auch reichlich in dieser Welt. Ja, wahrscheinlich, damit man das eben nicht safe staten muss. Ich guck mal hier rein. Was ist, wenn wir hier reingehen? Da ist der P-Switch. Ja, hier waren die ja schon mal. Und da ist die weiße Tür. Das ist aber schlecht. Ja. Weil das war die letzte weiße Tür, die wir hatten. Ja. Oh. Wie soll man denn hier weiterkommen? Wie funktioniert diese... Wie funktioniert das hier? Frage ich mich gerade. Wo soll man denn sonst noch durch? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja richtig komisch. Das ist ja richtig komisch. Was war hier? Der P-Switch. Hier ist der P-Switch, ja. Na, dann kann ich mir hier zumindest Leben farmen. Ja, schön, aber das bringt irgendwie auch nichts, wenn wir uns eben farmen. Ah, da kam ich ja da raus. Ach, Schreck. Okay, das heißt, das ist auch die falsche Tür. Ja, wo gibt's denn dann überhaupt noch eine richtige Tür? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht in der ersten oben? Gab's da noch irgendwas, was ich übersehen hab? Weiß es nicht. Mist!
Hast du noch einen Tanuki? Müsste ich eigentlich. Dass du dich da mal komplett durchsmashst, weil ich habe keine mehr. Oh, ich habe das versehentlich aktiviert, egal. Keine Ahnung, was das überhaupt ist, also. Ich glaube, das spielt nur Mario-Musik. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das hält Hammerbrille und so an. Das freest die wahrscheinlich. Also kann. Stimmt, genau, hier waren wir noch nicht. Was ist, wenn man hier links lang? Hier gibt's wieder nur ein Power-Up. Ja. Ich dachte schon, hier gibt's wieder ein Leben, aber das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und hier kommen wir wieder darüber. Ja, und Power-Up wieder verloren. Und ich komme vor allen Dingen nicht in die Tür rein. Dann ist das eine Todesfalle. Gut, dass wir das geklärt also, haben. Also, in die Tür kommt man schon rein, aber nur mit... nicht mit Joystick. Zwei Tanukis habe ich sogar. Ja, dann ist jetzt deine Aufgabe, dich überall durch alle Blöcke durchzuballern. Und herauszufinden, wie dieses verdammte Schloss funktioniert. Ach, Mist. Was ist denn mit der Tür da rechts? Wie kommt man da hin? Ach, Dreck, ich hab das schon... Oh, Mann! Oh, fuck, Alter! Jetzt habe ich so sehr darauf geachtet, ob da eine Tür ist irgendwo. Ja, warte mal, wenn du... Nee, das ist derselbe From. Okay, ich versuche gerade so ein bisschen zu antizipieren, wo wir uns gerade befinden und warum und wer und was alles. Also im Prinzip versuche ich hier alles herauszufinden. Problem ist, ich habe keinen Tanuki. Wir müssen irgendwie darüber kommen. Mhm. Wie soll man da reinkommen? Aber nee, dann bringt es eh nichts, wenn man da weiterläuft. Weil das ist eine Ausgangstür, keine Eingangstür. Und das Einzige, was du da machen kannst, ist durch einen Block durchbrechen und aus dem anderen irgendwas rauskriegen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Leben ist. Nein, ich nehme an, dass es ein P-Switch ist, der daneben rechts eine Tür aktiviert. Das kann auch sein. Das ist möglich. Problem ist, wir müssen die Tür finden, die dorthin führt. Und von der Position her weiß ich auch, wie es gedacht ist, aber ich will es nicht wahrhaben. Was willst du nicht wahrhaben? Du musst irgendwie den Effekt des P-Switches dahin mitnehmen, wo du jetzt rauskommst. Hier muss ein P-Switch aktiv sein, damit du auf den Doppelblöcken eine Tür kriegst. Und wie soll das bitte gehen? Ich habe keine Ahnung. Nein, Luigi, du sollst aufhören, in alle Türen reinzugehen. Das sind nicht die Türen, die wir suchen. Sag mal den Tanuki. Irgendeine von den unzähligen Türen muss uns einen P-Switch geben. Och Mann, spring! Schrei die Zuschauer nicht so an. Spring doch, Luigi. Warum springst du denn nicht? Warum springst du nicht, Luigi? Wenn nicht, gucken wir mal nach dem Part einfach in den Bauplan von dem Ding rein. Wärst du da d'accord oder denkst du dir, nee, wir finden das selber? Wir finden das selber. Ich meine, es gibt ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir wissen, dass es ein P-Switch sein muss. Irgendwo muss es ein P-Switch sein. Wir wissen, wo zwei P-Switches sind. Ja. Und wir wissen, dass die Tür von der Position her hier an dieser Stelle sein müsste. Und normalerweise, ich weiß nicht, ich denke, wir sollten lieber simpel denken als kompliziert. Ja. Also haben wir in der Umgebung der P-Switches wirklich alles abgesucht nach eventuellen Türen? Ich glaube ja. Weil ich bin mir nicht so sicher. Hier ist auch noch eine Tür. Stimmt, da ist auch noch eine Tür. Und ein P-Switch direkt da drüber. Problem. Wie kommt man da hin? Da braucht man einen P-Switch dafür.
von der anderen Seite. So, warte. Genau. Hier, wenn man da durchläuft. Da rechts ist ein Leben. So, jetzt kommst du hier wieder raus. Ah ne, da rechts ist jetzt ein Leben, ja, stimmt. Ich versuch's nochmal. Dann schnappst du dir und dann hast du einen Plus. Sogar eine, nicht mal eine Nullrunde, sondern eine Plusrunde. So, hier kommst du nochmal raus. Ach nee. Oh. Okay, nee, geh einfach wieder dahin. So, und... Befürchtest du, was ich befürchte? Nein. Da oben rechts war ein einzelner Block, hinter Blöcken. Mhm. Wir müssen wahrscheinlich darüber mit dem P-Switch das aktivieren und dann, ich denke, es wird sich irgendwie eine P-Switch-Kette ergeben. Das ist natürlich möglich. Hey, guck mal, die lassen mich wieder durch. Wie schön. Das freut mich. Leider habe ich keine Tanukis mehr. Oh Mann. Och. Lass mich doch hier nicht alles. Ne? Ja. Ja. Ich meine, ich habe wieder ein Leben dazu bekommen. Ja, aber das heißt nicht, dass ich das alles hier machen muss. Da ist es wieder weg. Ja, da ist es wieder weg. Würde nicht wirklich gewinnbringend verarbeitet, aber ich meine, ich habe meine bisher auch noch nicht wirklich effizient verwendet, um hier was zu reißen. Außer mich, und zwar das Grab. Ja, ich blick aber auch noch nicht so ganz durch, wie es funktionieren soll. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir irgendwo eine Tür übersehen haben oder noch nicht gesehen haben. Es ist alles viel zu kompliziert, was du dir da denkst. Durchaus möglich. Stimme aber voll. Wir können ja, das Schöne ist ja, wir können es einfach probieren. Und wenn wir einfach, wenn wir irgendwann einfach gar nicht mehr weiter wissen, ich möchte schon noch gerne bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir haben echt keine Ahnung mehr, wo es überhaupt noch sein könnte. Ja. Also auch gar keine Ideen mehr oder sonst irgendwas. Bis zu dem Zeitpunkt möchte ich es gerne noch probieren. Dann können wir uns gerne ein Walkthrough oder was weiß ich was angucken. Aber bis dahin, solange wir noch Theorien haben, würde ich die gerne auch prüfen. Okay. Dann bitte, the stage is yours. Ja, dudum, 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 dudum. So. Weil wäre in dem Block beim Fromp ein P-Switch drin gewesen, hätte ich gesagt, ich weiß, wie es geht. Ja. Mann, spring doch, Luigi! Du darfst nicht ganz vorne auf die Kante gehen, dann schmeißt sich einfach runter. Ich hab's bemerkt, immer und immer wieder habe ich das jetzt bemerkt. Oh Mann. Warum machst du es dann immer und immer wieder? Ja, weil Luigi ein Drecksack ist. Da kann doch auch einfach mal springen, ey. Es kann doch nicht so schwer sein, von der Kante abzuspringen. Bei einem Laufband schon. Ja, ich nicht so, als ob das Laufband mit Kleber bestrichen wäre. Behalt mal den Tanuki. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber versuch's. Und wo? Damit du dich am Ende des Ganges durch die Blöcke wieder durchboxen kannst. Da, wo es eigentlich das Leben abzuholen gibt, wo man nach unten in den Keller sich verabschiedet normalerweise, wenn man keinen Tanuki hat. Okay. Versuch den mal bis dahin zu behalten. Der Block ist echt brandgefährlich. Ich würde durch die Tür durchgehen und es mal probieren. Problem ist, ich schaff's nicht durch die Tür. Okay. Hol den Tanuki, behalt ihn bis zum Ende. Da
Also bis zum Ende hier. Ja. So viel dazu. Wie ist man noch dahin gekommen? Auf die andere Seite dieser Ding. Weißt du das noch? Unten rum hier irgendwo. Okay. Dann versuch das. Warum nimmst du das Leben nicht mit? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, dann Ehrgeiz, das in einem Leben zu schaffen, in allen Ehren. Aber wenn die Möglichkeit da ist, eine Runde zu kriegen. So. Genau hier. So, und jetzt, wo war die eine Stelle, wo wir den einen P-Switch, wo diese zwei Blöcke waren? Und aus einem kam P-Switch raus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es müsste hier irgendwo rechts sein. Moment mal, ich bin doch jetzt groß. Egal. Oh. Egal, ich habe ein Leben bekommen. Und 99 Münzen. Ja, das heißt, du kriegst mindestens noch eins. Und eine Münze wirst du doch wohl aufsammeln können. Ja. Das heißt, diesen Safe-Zyklus melken wir hier gerade richtig. Ja. Den Part werde ich auch wahrscheinlich erstmal nicht beenden. Oh Gott. Was machst du denn für Sachen? Was fragst du mich das? Als ob ich dir darauf eine Antwort geben kann. Lass mich da durch jetzt! Gott sei Dank, ey. Warte mal, halt. Spring. Was? Prüf mal auf beiden Seiten. Okay. Ne. Kannst du... Das wäre jetzt so meine einzige Idee gewesen, dass ich vielleicht einen Invisible Coin Block hier irgendwo... Was sind solche Idioten? Warum? Das M. Welches? Ganz am Anfang. Ja? Wir haben niemals alle Blöcke ausprobiert. Hä? Ganz am Anfang, das M, wo die Tür in der Mitte ist. Ja? Was ist, wenn sich dort einfach ein P-Switch befindet? Möglich? So, warte mal. So, genau, hier geht's da einfach durch. Und dann nehme ich mal hier den Stern mit. Drüber flattern. Genau, die Stelle hier. Warte, genau, da. Siehst du das? Nee. Da ist eine Tür, ich sag's dir. Du hast den P-Switch nicht wieder rausgeholt. Dreck. Du sagst, hier hinterm Frump ist eine Tür. Ja. Da ist eine Tür. Eigentlich die. Oh, doch die. Warte, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, mit dem Power-Up geht das alles einfacher. Oder zwei. Ich meine, den Switch könnte ich auch gerne nochmal drücken. Ja, jetzt ist ja eh den Switch zu drücken einfacher. Ja, eben. So, pass auf. Nein, Luigi, lass das jetzt. Doch, da ist eine Tür. Ducken. Geduckt bleiben. Oh. Bitte, was? Oh. Oh, der P-Switch hat das Laufband angehalten. Okay. Ah, okay. Dann ist alles gut. So. Bum, bum. Bum, bum auf Laufband. Bum, bum auf Laufband. Feuer ihn weg. Komm, jetzt. Zwei. Komm, noch einmal. Drei. Ja! Voll! Geschafft, Mann! Oh. Ich wusste es! Ich wusste, dass irgendwo eine Tür, die wir übersehen haben. Du hast es! Ich wusste es! Boah! Und das Schloss ist aufgegangen.
Das Schloss ist aufgegangen, wir haben einen Hard-Safe. Oh, Kinder, 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 Kinder. Mach aber auch nochmal ein Safe, nicht, dass das Spiel irgendwie abschmiert oder so. Ja, ja. So, und ab in die nächste Pipe. Oh, Pasch hat's. Pasch hat die Tür gefunden. Boah. Oh Gott, was ist jetzt los? Panzerlevel. Wir gucken uns den Panzer nochmal an und dann sterbe ich und dann können wir wieder nächsten Part weitermachen. Oh, Schreck, oh, Schreck, oh, Schreck. Das sieht schon fantastisch aus hier. Ich weiß noch nicht, wie du es überhaupt so lange überlebt hast bisher, aber Respekt, würde ich mal sagen. Nee, wirklich, Respekt. Also. Ah ja, du kennst dich doch. Das ist echt eine Leistung. Alter. Der Wolf, der macht es jetzt. Der macht's einfach. Von wegen Panzer mal angucken. Der macht jetzt den Panzer einfach. Ja, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen! Der macht's einfach! Der macht das einfach! Der geht da rein und der macht das! Der macht das! Leute, verdammt nochmal, der macht das! First try. Der macht das! So, dafür gehst du da hinten rein. Aber das machen wir im nächsten Part. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Prinzessin retten. Vielleicht. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.